Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 31 der Reihe über Göttinnen, Götter, Helden, Dämonen und große Magier und möchte heute auf ein Gedicht von Hölderlin zu sprechen kommen, eine Ode an die Parzen. Wir haben das letzte Mal Schillers Die Götter Griechenlands uns angeschaut und gesehen, wie da der Dichter eine Klage führt über seine unheilig gewordene Gegenwart, über den Verlust der Anschaubarkeit, des Göttlichen, des Schönen und des Guten in der Erscheinungswelt, in der Natur, im Alltagsleben und dadurch die Schwierigkeit für einen Künstler, einen modernen Künstler, das Schöne, das Göttliche, das Seligmachende in die Kunst kommen zu lassen. Der moderne Gott ist ein sehr abstrakt sich formulierender monotheistischer Gott geworden, dem es an der Sinnlichkeit der antiken Götter fehlt. Und eben nun diese große Frage und das große Dilemma der Zeit um 1800, wie kann ein Künstler und kann er überhaupt das göttlich Schöne, das Gute in seine Kunstwerke hineintragen? Und für Schiller schien es so, als könnte das nur die antike Literatur noch tun, in der die Götter eben noch für die Zeitgenossen präsent gewesen sind. Aber für die modernen Künstler des späten 18. Jahrhunderts war das eben fraglich geworden. Und diese Frage nach der Funktion des Künstlers und seiner Aufgabe, das göttlich Schöne in den Kunstwerken zur Erscheinung zu bringen, diese Frage hat eben auch Friedrich Hölderlin beschäftigt. Ich erzähle Ihnen zunächst ein bisschen was über sein Leben. Und dann will ich auf diese Ode an die Parzen genauer eingehen. Friedrich Hölderlin, geboren am 20. März 1770 in Laufen am Neckar, gestorben am 7. Juni 1843 in Tübingen, stammt aus einer doch sehr pietistisch-protestantisch gefärbten Familie. Seine Mutter stammt aus einer Pfarrersfamilie. Der Vater war Klosterhofmeister und Hölderlin wuchs in dieser Atmosphäre auf. Noch dazu, als er dann später in die Schulen kam, nach dem Besuch der Lateinschule, in die evangelischen Klosterschulen von Denkendorf und Maulbronn. Der Vater starb sehr früh, als Hölderlin gerade einmal 2 Jahre alt war. Die Mutter heiratete noch einmal einen Bürgermeister von Nürtingen. Hölderlin bekam Halbgeschwister. Und die ganze Jugendzeit und die ganze Kindheit war eben geprägt doch von einem sehr protestantisch-pietistischen Denken. Schließlich studierte er an der Uni Tübingen im Tübinger Stift und schloss Freundschaft mit Hegel und Friedrich Schelling, die er auch gedanklich wohl doch stark beeinflusste, denn Hölderlin war auch ein philosophischer Geist, der sehr wohl philosophisch denken konnte und das auch getan hat. Hölderlin weigerte sich, eine kirchliche Laufbahn einzuschlagen, weil ihm die evangelisch-protestantische Lehre dann doch zu dogmatisch war, zu unfrei. Und er begann ein Hauslehrer-Dasein. Zuerst in Jena und später dann in Frankfurt. In Jena 1794 hörte er den Philosophen Fichte. Er lernte Goethe und sein absolutes Vorbild Schiller kennen, Novalis, und einen großen späteren Freund, Isaac von Sinclair, der ihm auch immer sehr geholfen hat. Ein Jahr später floh er aus Jena, weil er glaubte, Schiller enttäuscht zu haben.
Er begann dann eine Hauslehrerstelle in Frankfurt bei einem Bankier, Gontard, verliebte sich in dessen Ehefrau Suzette, die seine spätere Diotima geworden ist. Der Ehemann erfuhr von der Beziehung und er musste fliehen und floh nach Homburg zu Sinclair. Er wurde krank. Ein kurzer Aufenthalt als Hauslehrer in der Schweiz und schließlich eine Hauslehrerstelle in Bordeaux, wohin er zu Fuß reiste, ist eine berühmte Reise zu Fuß nach Bordeaux. Und noch im selben Jahr 1802 kehrt er dann zurück in das Schwäbische, wobei er bei seiner Rückkehr einen schon stark verwahrlosten Eindruck erweckte. Es erreichte ihn die Nachricht vom Tod Suzettes, die ihn sehr mitnahm, und Hölderlin ging zu seiner Mutter nach Nürtingen. Er fing an, die antiken Griechen zu übersetzen, Sophokles und vor allem auch Pindar, dessen Oden und dessen Hymnen es ihm besonders angetan haben. Er verfasste selbst Gedichte in dieser Richtung. Und schließlich verschaffte ihm sein Freund Sinclair eine Hofbibliothekarstelle im hessischen Homburg. Er schrieb berühmte Gedichte in dieser Zeit, unter anderem Die Hälfte des Lebens, ein Gedicht, das die meisten von Ihnen kennen werden. 1805 wurde Sinclair verhaftet unter sehr dubiosen Anschuldigungen, konnte Hölderlin nicht mehr unterstützen. Und schließlich wurde Hölderlin am 11. September 1806 mit Gewalt von Homburg nach Tübingen überführt in das Universitätsklinikum, weil er einen sehr desolaten Geisteszustand zu haben schien. Er wurde schrecklichen Zwangsbehandlungen unterzogen. Die Psychiatrie war ja damals wirklich am Anfang und es scheint ziemlich sicher zu sein, dass er nach diesen Zwangsbehandlungen kränker war als zuvor. Von 1807 bis zu seinem Tod 1843 kam er dann in die Pflege eines Tübinger Tischlers, Ernst Zimmer, und auch dessen Tochter Lotte Zimmer begleiteten Hölderlin bis zum Tod sehr freundlich in einer sehr friedlich aufgehobenen Atmosphäre konnte er leben. 1812 kam nochmal eine schwere Erkrankung, danach wurden seine Zustände, die auch sehr erschreckend sich für seine Zeitgenossen auswirkten, milder. Er bekam Besuch von Dichtern, unter anderem dem Dichter Wilhelm Waiblinger, was ihn wohl auch ermuntert hat, dann noch einmal Gedichte zu schreiben, ab 1822. Eine erste Werksammlung kam 4 Jahre später heraus, herausgegeben von Gustav Schwab und Ludwig Uhland. Und er war die Elite, intellektuelle Elite seiner Zeit, pilgerte zu ihm in den Tübinger Turm, wo ihn dann im Juni 1843 der Tod ereilte. Das Werk Hölderlins ist in seiner Jugend stark geprägt vom Pietismus. Er verehrte Klopstock, er verehrte, wie gesagt, Schiller. Er schrieb Hymnen in der Tübinger Zeit zwischen 1790 und 1793, begeisterte sich für die Französische Revolution und den Freiheitsgedanken. Las Kants kritische Philosophie und intensiv die griechische Literatur und auch die griechischen Philosophen. Dann kommt die große Zeit der Frankfurter Odendichtung 1796 bis 98 mit dem Briefroman Hyperion und den Oden. Eine Ode wollen wir uns eben dann auch aus dieser Frankfurter Zeit an die Parzen anschauen. Die Hamburger Zeit, Homburger Zeit mit den Elegien 1798 bis 1800 und dann die späte Lyrik
bis 1806, wo sein großes Vorbild auch Pindar gewesen ist. Wir haben uns Pindar in dieser Reihe schon einmal angeschaut, in der Folge 5, in seinem Eloge auf den Gott Apoll, dem Payan 6, und haben versucht, darin zu beschreiben, wie Pindars Hymnen den Gott in der Welt erscheinen lassen, wie er präsent wird in diesem dichterischen Werk. Und diese Präsenz, diese Epiphanie des Göttlichen, des Gottes in der Welt, das hat nun eben einen Hölderlin fasziniert, der genau eben nun zu einer Zeit lebte, wo sich Gott so weit entfernt hatte von den Menschen. Dieser antike Gott aber erschien in der Welt. Eine ganz andere Gotteserfahrung hatte der antike Mensch. Das war die Überzeugung der Intellektuellen um 1800, die ergriffen waren von einer Gottverlassenheit, die für sie schrecklich gewesen ist. Hölderlin ist dann fasziniert von diesen griechischen Göttern, vom Dionysos, vom Halbgott Herakles und Prometheus, diese menschlich-göttlichen Zwischenwesen, die zwischen Göttern und Menschen vermitteln. Und Dionysos, dieser Gott des Rausches, der Trunkenheit, des Wahnsinns, eines Gottes, der sich eben Wissen und Verstand und Logik widersetzt. Und nun war Hölderlin fasziniert von dem Gedanken, dass der Dichter ein Priester oder eben Seher des Göttlichen sein konnte. Und er dachte sich diese Funktion auch als ein gefährliches Faszinosum. Menschen, die Gott unmittelbar erfahren wollten, die den Gott, die dem Gott begegneten in der Welt, wo der Gott präsentisch wurde, die konnten von den Göttern vernichtet werden, und das ist auch ein Thema, was ihn fasziniert. In seiner späten Lyrik gewinnt dann immer mehr das Christentum auch an Bedeutung, und Christus wird für ihn so zum letzten antiken Halbgott. In Brot und Wein tritt dieser Halbgott in Erscheinung. Und Hölderlin formuliert da eine synkretistische Lösung zwischen den antiken griechischen Göttern und dem Christentum. Eine Verbindung oder eine Ähnlichkeit, die doch nicht gerade sehr christlich ist und sehr spirituell gedacht, sehr auf eine Metaebene gehoben, das Christentum. Aber ja, also dem kirchlich-christlichen Glauben, weder dem katholischen noch dem protestantischen noch dem pietistischen, hat das natürlich zugesagt. Die Hymnen, die er schrieb, sind feierlich, prophetisch, visionär. Und diese Funktion des Dichters als Seher, als Schauer des Göttlichen, der das Göttliche ganz nah erlebt, das treibt ihn um. Und das ist eigentlich auch das Thema der Ode an die Parzen. Ich lese Ihnen diese Ode erst einmal vor. Nur einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen und einen Herbst zu reifem Gesange mir, dass williger mein Herz vom süßen Spiele gesättiget dann mir sterbe. Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Doch ist mir einst das Heilige, das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen, willkommen dann, o Stille der Schattenwelt. Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel mich nicht hinabgeleitet. Einmal lebt ich wie Götter, und mehr bedarf's nicht. Ein wunderschönes Gedicht, eine wunderschöne Ode, die wir uns jetzt eben
etwas genauer anschauen wollen. Sie erschien 1799 und war entstanden in der Frankfurter Zeit. Hölderlin ist 29 Jahre alt, ein junger Mann und widmet sich nun eben dieser griechisch-antiken Götterwelt. Die drei Parzen, die drei römischen Schicksalsgöttinnen, sind nur im Titel genannt. Die römischen Schicksalsgöttinnen waren Nona, Decima, Parca, auch Morta genannt. Die griechischen Moiren sind bekannter vom Namen her. Clotho, die Spinnerin des Lebensfadens. Lachesis, die Zuteilerin des Schicksalsloses des Menschen. Atropos, die Unabwendbare, die am Spinnrocken vollendet, was ihre Schwestern begonnen haben. Also drei gewaltige Frauen, drei gewaltige Göttinnen, die den Lebensfaden spinnen und den Menschen zuteilen. Hölderlin wählt eine antike Form, das alkäische Versmaß, benannt nach Alkaios, der ein Zeitgenosse der großen Dichterin Sappho gewesen ist und wie sie im 7. Jahrhundert vor der Zeitenwende auf Lesbos gelebt hat. Das ist eine Zeit, in der die Dichter noch Gedichte schrieben, die wie Gebete an die Gottheiten sich zeigten, Hymnen auf die Gottheiten, wo Menschen und Götter sich wirklich eben noch sehr nahe waren und sich sozusagen auch in der Welt begegnen konnten. Wo Literatur, Dichtung und Religion verzahnt ist und ineinander übergeht. Hölderlins Ode an die Parzen ist eine sogenannte Kurzode. Schiller hat, andere haben auch Oden geschrieben. Die sind sehr, sehr, sehr viel länger. Eine Ode ist ein Gesang, ein Lied, das in der Regel in der Antike von einem Musikinstrument, einem Saiteninstrument begleitet wurde. Und Hölderlin kannte Vorbilder, die er bei Klopstock zum Beispiel gefunden hat. Und wählte nun auch diese Form, um ein Gebet zu formulieren. Ein Gebet an die alten Gottheiten, die den Lebensfaden zuteilen. Das Thema des Gedichts ist dass Dichtung als Medium der Gotteserfahrung. Gesang und Gedicht als etwas, was auch Heiligkeit in die Welt bringt. Eben etwas, was in der Moderne durch diese monotheistische, gottferne, einer beginnenden industrialisierten Welt obsolet geworden ist, nicht mehr zu finden ist. Das Gedicht besteht aus drei Strophen. In der ersten Strophe bittet ein Dichter um Zeit, um einen Sommer und einen Herbst. Wieder haben wir hier einen Moment, was genau die Dichtung um 1800 auch ganz stark charakterisiert. Das Thema Zeit, die Verzeitlichung. Zeit als etwas, was Entwicklung, Veränderung hervorruft. Und nun diese drei gewaltigen Schicksalsgöttinnen, das sind ja die Zeitzuteiler. Das ist eben das wirklich moderne Thema um 1800. Sie sind gewaltig. Sie haben große Gewalt, aber sie sind gewaltig auch im anderen Sinne, im Sinne von groß. Sie sind große Götter, gewaltige Götter. Er bittet darum, seinen Gesang heranreifen lassen zu können, damit er irgendwann eine Ernte einfahren kann. Er bleibt ganz im Bereich der Natur, der Sphäre des Göttlich-Heiligen, das die antiken Dichter eben gekannt haben, wo sich die Götter in der Natur
offenbarten, und seine Dichtkunst ist nun wie eine Ernte, wie reife Früchte der Natur. Wenn er dann gesättigt auch sterben kann, die Frucht, die ihn satt gemacht hat, die ihm Nahrung gegeben hat, sein Gesang. Dann könne er williger sterben, williger im Komparativ. Denn eigentlich will er nicht sterben, er ist nicht willig dazu, bereit zu sterben. Jetzt nicht, aber dann, wie es in dem Gedicht heißt, dann schon, wenn es ihm gelungen ist, einen Gesang heranreifen zu lassen, wenn es dem Herzen, dem Gefühl gelungen ist, ein Gedicht heranreifen zu lassen. Und hier ist eben das Herz angesprochen, das Gefühl und nicht der Verstand. Hier wieder der große Gegensatz der Zeit um 1800 zwischen Fühlen, Ahnen und Glauben und Wissen, Logik. Ein Gesang begleitet von dem Musikinstrument, etwas, was er sein Leben lang als süßes Spiel erfahren hat, Musik spielen. Die ganze Zeit hat er sich dieser Kunst gewidmet er bittet daran, darum eben ein Meisterwerk hervorbringen zu können, was diese ganze Beschäftigung mit diesem süßen Spiele zum Heiligen heranreifen lässt. Und hier wird eben deutlich, wie der Dichter sich hier auch schon im Bereich des Priestertums fühlt, wie er mit den Göttern sprechen kann. Und das wird nun ganz deutlich in der Strophe 2, wo er vom göttlichen Recht des Sängers, des Dichters spricht, etwas Heiliges hervorzubringen, ein Gedicht hervorzubringen. Eben, erst wenn er das geschafft hat, was das göttliche Recht ist, was seine Seele verlangt und was ihm als Sänger zusteht, wenn er etwas Heiliges, das Gedicht, hervorgebracht hat, dann kann er in den Orkus gehen, dann kann er sich in die Schattenwelt begeben. Hier ist die Schattenwelt der Antike angesprochen, der Orkus, der römische Orkus, der griechische Hades. Und dann wird er in Strophe 3 auch in die Stille eingehen können. Der Tod des Dichters bedeutet das Verstummen als Dichter, als Sänger, die Stille der Schattenwelt, des griechischen Hades, des römischen Orkus, wo er zufrieden sein kann, wo so etwas wie Frieden herrscht nach der ganzen Aktivität, nach dem süßen Spiel, das er sein Leben lang mit seiner Kunst gespielt hat. Und dann wird es ihm auch möglich sein zu sterben und ohne sein Medium, ohne sein Instrument in diesem Schattenreich allein gelassen zu sein, zu vegetieren, zu leben. Und nun kommt die große, große Begründung, denn wenn es ihm gelungen sein möge, einmal einen heiligen Gesang hervorgebracht zu haben, dann habe er gelebt wie Götter. Und mehr benötigt und bedarf es nicht. Hat der Dichter ein Werk vollendet, das reif ist, das das Heilige in die Welt gebracht hat, dann stirbt er glücklich, weil er wie Götter gelebt hat. Und dieses wie Götter, das schauen wir uns jetzt noch genauer an, weil das genau in die Kunsttheorie der Zeit um 1800 führt. Noch einmal die Frage der modernen Dichter um 1800. Wie kann ein Künstler seine Kunst ausüben, wenn sich Gott in der Welt nicht mehr zeigt? Wie kann er das Schöne, das Heilige, was ihm am Herzen liegt, was er fühlt, in ein Kunstwerk umsetzen, wenn dieser Gott doch unerkennbar ist,
wenn er sich weit, weit entfernt hat vom Menschen? Wie erscheint er überhaupt dem Menschen noch in dieser gottlos gewordenen Zeit? Und die große Frage ist, wenn er das nicht mehr tut, wenn Gott in der Welt, die er doch erschaffen hat, nicht mehr erscheint, wie kann dann ein Künstler, der die Erscheinungswelt als Abbild des Göttlichen kennt, weiß, ein Abbild dieses Abbildes schaffen? Wenn Gott die Welt nach seinem Abbild geschaffen hat, sowas spricht ja auch schon Schiller in seinem Gedicht an die Götter Griechenlands an. Wenn diese Welt nach dem göttlichen Ideen erschaffen wurde, dann hat der Künstler ja die Aufgabe, in seiner Kunst ein Abbild dieses göttlichen Abbildes zu schaffen. Und das kann er nicht mehr, weil er nicht mehr weiß, wie Gott in dieser Welt als Göttlicher erscheint. Es bleibt eine einzige Lösung für ihn. Nur wenn er selbst wie ein Gott schafft, wenn er ein gottgleicher Schöpfer wird, wenn er wie Götter ein Wirken kann in seiner Dichtkunst, dann gelingt ihm eine Hereinführung des Göttlichen in die Kunst. Das heißt aber, wie Götter leben, heißt nicht, dass er ein Gott wird. Der Dichter wird kein Gott. Er ist ein Mensch, er stirbt als Mensch, er wird eingehen in eine Schattenwelt. Aber als wenn er ein Genie ist, und das ist der moderne Geniekult um 1800, dann werden seine Kunstwerke eine Kunstwelt schaffen, die wie von Göttern gemacht zu sein scheint. Das ist die moderne Genietheorie um 1800. Wir haben das auch schon einmal ausführlicher besprochen in der Reihe über romantische Liebe. Nicht vergessen, am 1. November 1755 war es zum Erdbeben von Lissabon gekommen. An Allerheiligen hatte ein Erdbeben diese Stadt erschüttert. Tausende von Menschen waren gestorben. Und die Frage hatte sich eben da erhoben, wie kann dieser Gott, den wir doch für den guten Gott halten, so viel Böses, so viel Übel in die Welt bringen? Das Theodizee-Problem. Und entstanden war diese moderne Gottferne, die dann Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft noch einmal philosophisch formuliert. Und mit diesem Ereignis und mit dieser Überzeugung war die gesamte Funktion der Kunst, die sie ja seit urdenklichen Zeiten hatte, seit der klassischen Antike, nämlich die sogenannte Mimesis-Funktion, in Frage gestellt worden. Die Schöpfung als ein Abbild der göttlichen, gottgewollten Ideen, seiner urbildhaften Vorstellungen. Der Künstler hatte die Aufgabe, ein Abbild dieses Abbildes zu schaffen. Und zumindest ab der Renaissance war nun der Künstler, das sieht man ganz deutlich auch bei Michelangelo, in dieser mimetischen Funktion zum Werkzeug Gottes geworden. Michelangelo drückt das einmal wunderbar in einem seiner Sonette aus, dass wenn ihm ein Kunstwerk gelinge, dann deswegen, weil Gott ihn wie ein Werkzeug benutzt habe. Und wenn es ihm misslinge, dann weil sein menschliches Versagen zu einem Misslingen geführt hat. Jetzt, um 1800, kann der Künstler kein Werkzeug Gottes mehr sein, weil Gott sich eben nicht mehr offenbart. Seine einzige Möglichkeit, das göttlich Schöne in die Kunst zu tragen, ist, wenn er
wie Götter arbeitet, wie Götter Werke in die Welt setzt, wenn er Kunstwelten schafft. Und das ist das, was auch dieses Gedicht an die Parzen wunderbar ausdrückt. Der Künstler als Genie handelt wie Götter. Er bleibt Mensch, er bleibt sterblich, aber er kann zum Priester werden, zum Sänger, zum Schauer des Göttlichen und Gedichte schaffen, die das göttlich Schöne in der Welt erscheinen lassen.